Grinsen allerseits und willkommen zurück zu Ori. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Wahrscheinlich irgendwo mitten in die Finsternis. Ich hätte doch mein Headset wieder leise stellen sollen, verdammt. Von wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Ich bin, glaube ich, von rechts gekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Okay, hier ist die Finsternis. Ja, ich glaube, ich bin von rechts gekommen. Kann ich das da oben... Bogen? Nein, das ist kein Bogen, das war Ausweichen. Beziehungsweise war das mein Dash. Kann ich das so oben anschießen? Ah, muss ich sogar. Was sind das für Flatterviecher hier? Hi. Wie geht's denn so? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich muss da unten nämlich lang. Auch wenn ich nicht so richtig weiß, warum ich eigentlich diesem Glühwürmchen folgen sollte, mitten in die Tiefe, wo nichts ist, außer Tod. Und Schimmel. Ich soll zwei Schüsselsteine finden, okay. Ich muss mal ganz kurz die Steuerung wieder lernen. Mit der linken Taste konnte ich, glaube ich, Gegner wegschleudern, als auch diesen Haken machen, glaube ich, ne? Glaube ja. Weil dadurch, dass ich nicht unbedingt jeden Tag aufnehme oder das Spiel spiele, ja, die Steuerung verfällt mir langsam. Ich vergesse sie immer und immer wieder. Was eigentlich schlecht ist. Warum machst du hier ein Looping? Okay, da oben ist ein Dingensbummens. Gesundheit. Wo ich aber nicht rankomme. Licht, bleib hier. Wundert mich, dass ich es überhaupt noch bekomme. Ja, und wie soll ich... Ach so, da hinten die Tür ist am Leuchten, okay. Die Lebenszelle da noch bekommen habe, ohne zu sterben. Genau, so funktioniert das. Genau, genau. Es ist schon irgendwie nervig, wenn man dann halt nicht regelmäßig spielt, dann sofort wieder irgendwelche Steuerungen wieder vergisst. Ist nervig. Deswegen mache ich eigentlich auch Dingensbums. Habe ich mir es nie angewöhnt, dass ich beispielsweise zwei Spiele mache, oder drei sogar, oder vier gleichzeitig, einfach weil, als ich das mal gemacht hatte, ich hatte immer wieder Probleme gehabt mit der Steuerung. Auch weil ich dann noch zusätzlich Dingensbums gemacht habe. Was zum Geier ist das hier? Okay. Weil ich da gleichzeitig... Warum ist denn hier so viel Stachel? Weil ich gleichzeitig nämlich auch immer wieder mehrere Tage das Spiel nicht spielte. Und dabei immer wieder dann durcheinander kam mit der Steuerung. Erst recht, wenn ich dann ähnliche Spiele spielte, dann abseits von irgendwelchen Aufnahmen oder Streams. Das war dann super nervig. Spielst dann beispielsweise sowas wie... Ja genau, nehme ich jetzt einfach mal Nioh, weil ich angefangen habe zu spielen. Da spiele ich dann so ein Spiel wie Nioh und komme dann plötzlich mit der Steuerung von Dark Souls 3 komplett durcheinander. Achso, das war so ein komisches Totem-Gedingse hier von den Herausforderungen, genau. Apropos Herausforderungen, die 2%, die da fehlten, waren wirklich von der Herausforderung? Da oben ist noch eine? Können wir hier mal nachgucken. Was ist denn das denn da? Da oben ist ein Samen. Ach, die werden auch angezeigt. Ah. Ich muss hier definitiv nochmal zurückkommen, wenn ich hier irgendeine Lichtquelle habe. Aber habe ich die nicht gemacht? Die Geisterprüfung habe ich doch gemacht, oder nicht? Kann man denn eigentlich hier einsehen, ob man diese Geisterprüfung bereits abgeschlossen irgendwie hat, weil... Wäre doof, wenn die... Warte mal, diese Geisterprüfung habe ich eindeutig, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Ja, die habe ich eindeutig schon mal gemacht. Die Sachen stehen nicht dran, ne?
Das ist natürlich nicht so super. Wenn die Sachen nicht abgehakt sind oder markiert sind, wo es dann heißt quasi, oh hey, du hast die Geisterprüfung abgeschlossen. Ja, Gratulation. Wir markieren es jetzt, damit du weißt, du hast das schon gemacht. Oder vielleicht muss man die mehrmals machen, weil es vielleicht mehrere Belohnungen gibt? Weil kann man die überhaupt... Nee, kann man die überhaupt mehrmals machen? I don't know. Aber wenn ich schon bei Komplettierung bin... Ich habe das Spiel momentan, glaube ich, zu knapp 60% bereits abgeschlossen. Nett, nett. Ich frage mich, was wiederum alles dafür eigentlich denn zählt. Ob es jetzt einfach nur die Items sind oder einfach alles. Sprich, auch Karte aufdecken. Wo muss ich überhaupt hier hin? Links ist der sichere Tod, wobei ich da gerade was leuchten sah. Ja, super. Wohin? Ich glaube, von da bin ich vorhin gekommen, oder? Das sah zumindest so aus, als wenn ich von da gekommen wäre. Ah, okay. Oh ja, super. Da kann ich wohl nicht lang. Oh, schon wieder so ein dämliches Nest. Ich mag die Musik hier irgendwie. Ist passend bedrohlich irgendwie. Warte mal. Was zum Geistersplitter? Oh. Ich dachte mir schon, da oben geht's weiter. Aber kann ich vielleicht damit? Vielleicht mit diesem eingesponnenen Etwas da hinten. Das war nicht das, was ich machen wollte, aber egal. Ah, okay, da kann ich was rausziehen. Und ich kann sterben gehen? Oder auch nicht? Geisterschwall. Je mehr Geisterlicht du hast, desto mehr Schaden verursachst du. Wait. Money is power? Oder wie, oder was? Ist das so ein Item, wo wirklich ich quasi umso mehr Geld ich quasi habe, umso stärker bin ich? Ah, aber nur maximal 3000. Ach, aber das kann ich verbessern, wo es dann maximal auf 6000 zum Beispiel ist. Ja, gut. Umso mehr Schaden, umso besser, ne? Was nehme ich denn dann da rein? Ja, komm, nehmen wir das daraus. Ist zwar eine ganz gute Synergie mit Überlauf, aber... Whatever. Umso mehr Schaden habe ich. Okay, da ist nur... Warte mal, die Fähigkeit habe ich jetzt nicht mitbekommen, oder? Oder beziehungsweise wurde nicht gespeichert. Ja, wurde nicht gespeichert, dachte ich mir. Wait, hier oben ist gar kein Licht, wieso bin ich denn hier sicher? Da oben ist gar kein Licht, aber ich bin hier sicher? This makes no sense! Ja, vielleicht im Tal, nein, doch nicht. Muss ich rechts lang? Schöne Karte. Wer zum Geier bist du? Lupo. Wieso ist Lupo hier unten? Was macht der denn hier? Lässt sich verlaufen oder was? Ach stimmt, warte mal, die Karten von Lupo könnte ich kaufen. Damit mir alle Sachen da auf der Karte angezeigt werden. Aber die kosten ja auch nicht gerade wenig. Manusch. Psst, hi. Jagt dir dieser Ort auch einen kalten Schauer über den Rücken oder geht's nur mir so? Auf der einen Seite ist die mit dem Verfall heraufgezogene Dunkelheit ziemlich unheimlich. Auf der anderen bevorzuge ich sie, glaube ich... Was?
Auf der anderen bevorzuge ich sie, glaube ich, zu dem, was sich darin verbirgt. Ja, von mir aus, gib her. Gib her deinen komischen Wisch. Oh. Da unten ist ein Eingang. Aber da kann ich überhaupt nicht lang, weil da totale Finsternis ist und leider kein Glühwürmchen dorthin fliegt. Und oben ist eine Sackgasse. Ich kann eigentlich nur da lang. Da müsste ich ja rein theoretisch mich jetzt wieder zurückporten, damit ich dann dahin kann, wo ich hin soll. Schade, da ist nichts. Falsche Taste. Okay. Das sah merkwürdig aus. Wo zum Geier bin ich hier? Ich habe hier null Orientierung. Irgendwas Großes, Rundes ist rechts vor mir. Ich hoffe mal, es leuchtet. Okay, da ist nur der Tod. Ja, schöne Scheiße. Dann kann ich da wohl nicht lang. Hier ist der Anfang. Kann ich das noch irgendwie aktivieren? Oder muss ich zu den Dingern zurück? Weil da steht ja Anfang und Ende und es ist ein bisschen komisch, wenn dann da steht halt... Da ist ein Anfang und da ist ein Ende und du findest komischerweise das Ende zuerst und den Anfang zuletzt. Das macht ja gar keinen Sinn. Ist das jetzt quasi, ich habe den Anfang gefunden und soll jetzt zum Ende zurück, damit ich dann den Kram aktiviere oder vervollständige oder was auch immer? Ist denn das, was dann quasi dann fehlt mir bei der Brunnenlichtquelle oder wie heißt es nochmal? Irgendwas mit Brunnenquelle. Brunnenquelle, genau. Ist quasi die letzten 2%, die mir da fehlen, quasi einfach... Weil ich nie zum Ende hingelatscht bin. Wo gehst eigentlich du hin? Oh, du gehst nach oben? Du gehst eventuell da rechts hin, oder? Sind diese komischen Viecher da Zikaden? Ich würde gerne mal irgendwo ein besseres Bild von diesen komischen Insekten da sehen, aber leider ist hier außer tiefster Finsternis nicht gerade sehr viel. Oh, ein Baum! Ich hoffe, das Spiel hat auch daran gedacht, dass ich hier wieder zurückgehen muss. Manchmal komisch denn von dem leuchtenden Blumenkohl Blitz. Halte LT gedrückt, um sie, okay, irgendeiner Taste zuzuweisen, erzeuge eine Lichtaura, die Gegnern Schaden zufügt. Das hört sich eigentlich genauso an wie der Feuerkram, nur dass das jetzt halt statt Feuer halt Blitz ist. Erzeuge ich dann aber vielleicht dann dafür Licht mit dem Zeug? Es ist eine Lichtquelle. Okay. Ich hab meine eigene kleine Lichtquelle. Naja, wobei, so klein ist die nur wieder nicht. Aber hey, immerhin ich kenne, jetzt kann ich die ganze Gegend komplett erkunden. Hoffentlich. Vorausgesetzt, ich hab nicht irgendwo irgendwelche Hindernisse wieder einmal, die mir es nicht erlauben, weiterzukommen. Was sind das für Viecher? Die sehen so merkwürdig aus. Naja. Ach stimmt, genau. Wo war das? Da. Ganz nach links muss ich einfach nur latschen. Wobei, von wo aus? Von hier? Ja, von hier aus kann ich schon.
Wieder falsche Taste. Bleibt das jetzt permanent? Oder bleibt das jetzt so lange, bis ich Schaden bzw. einen Gegner mit dem Ding treffe? Und das bleibt merkwürdig lang gerade. Ah, Abkürzung. Nö, hat einen Gegner getroffen, ist aber trotzdem noch da. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's nach oben, okay. Da wollte ich aber jetzt nicht lang. Ich wollte da zu dem Geisterherausforderungsgedönse. Ach so, okay, jetzt kapiere ich den Kram. Du startest erstmal den Kram, dass du sozusagen die Herausforderung überhaupt erst machen kannst und dann kannst du die Herausforderung machen. Gut, weil dass ich jetzt überhaupt nicht darauf geachtet habe, was für einen Weg ich hier eigentlich gehen soll. Weil ich komplett woanders hinguckte. Ich musste, glaube ich, irgendwo unten lang, wa? Mein Geister-Ori wird es mir gleich schon zeigen. Vorausgesetzt, die Herausforderung funktioniert und ist nicht genauso buggy wie die letzte. Okay, sie funktioniert. Nein, das wollte ich doch nicht. Okay, dann vielleicht doch oder so. Hallo Stacheln. Ja, ich bin weg vom Fenster. In der Finsternis das zu machen, ist nicht gerade geil. Ob sie theoretisch Abkürzungen geben könnte? Wäre schon geil, wenn man den Geister... Toll. Wenn man den Geister-Ori irgendwie abhängen könnte oder beziehungsweise den Weg blockieren könnte. Aber ich glaube, das ist vollkommen Latte, weil der ist ja einfach nur dazu da, damit man zeigen kann, hey, du bist jetzt schnell genug, kannst jetzt quasi deine Belohnung einheimsen oder bist einfach zu langsam. Ja, und gleichzeitig siehst du halt den Weg. Ah, verdammt, nicht schon wieder. Oh, ich vergesse die Stacheln ständig. Ich dort. Von was bin ich denn jetzt gerade bitte gestorben? Hä? Von dem komischen Teil, da kann ich garantiert nicht gekillt werden. Das macht doch gar keinen Schaden. Das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, okay. Nee, mach ich nochmal von vorn. Das hat ja jetzt mal gar keinen Sinn gemacht, warum ich jetzt vor diesem merkwürdig leuchtenden Spinnenbein oder was auch immer das eigentlich da sein soll, gekillt worden bin. Ach nein, ich vergesse es ständig! Ach, dieses scheiß drecksleuchtende Bein da. Warum vergesse ich es ständig? Nein, noch nö. Ich habe doch noch einen Dreifachsprung, oder? Warum ist der dritte Sprung noch nicht am Funktionieren gewesen? Ach, wahrscheinlich funktioniert hier nur... Okay. Wo lang? Ich habe den Weg mir nicht gemerkt. Oh, jetzt versperre ich mir auch noch selber den Weg. Haha, ich bin besser. Wahrscheinlich sind in den Herausforderungen diverse Sachen abgeschaltet, denke ich mir mal. So, dass du quasi den Dreifachsprung beispielsweise nicht nutzen kannst, weil es einen unfairen Vorteil wahrscheinlich eingeben würde. Oh, da haben wir hier noch, so. Ist das ein grauer Fleck da oben?
Es kann sein, dass da ein grauer Fleck ist. Ich gehe erstmal. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich gehe mal nach links. Gucken, was da bei der Tür ist. Wenn ich denn nicht wieder sterbe. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Energie verbraucht das Zeug eigentlich. Na, egal. Hier kann ich wohl nicht dorthin. Oh, super. Gut, dass ich hier spawne. Nee, wobei, warte mal. Wo genau muss ich lang? Kann ich da mittig hoch? Schönen Dank, Spiel. Oh, das Erz. Das schnappe ich mir doch mal eben. Ich sag ja, hier gibt es wahrscheinlich zig Items, die hier im Dunkeln verborgen sind, die du einfach nicht sehen kannst, weil es hier so stockfinster ist. Okay, sehr viele Insekten da an der Wand. Oh nein, was? Nein, nein, nein! Was ist denn jetzt kaputt? Wo ist meine Energie abgeblieben? Wo ist mein Blitz abgeblieben, hä? Verbraucht es sich in der Dunkelheit? Oh, es wird permanent runtergebrannt. Oh. Und ich kann es deaktivieren. Ach so, okay. Jetzt kapiere ich die Fähigkeit. Dann wäre es wahrscheinlich eigentlich gar nicht. Doch nicht. Doch. Jetzt wäre ich. Da wäre es ja eigentlich wahrscheinlich doch ja gar nicht mal so verkehrt, wenn ich dann irgendwas drin hätte. Oh, hier brauche ich keine Lampe mehr. Wenn ich dann irgendwas drin hätte, um mehr von den Gegnern zu bekommen. Was sagst du denn? Das wollte ich nicht machen. Du leuchtest. Bist du ein Geist? Ja, und eine Taschenlampe. Ich habe versucht, Glühwürmchen zu fangen, aber sie entkommen immer. Wenn ich sie vielleicht in etwas reintun könnte... In deinen Mund. Versuch's mal damit. Pack sie einfach in deinen Mund. Wie so ein Mauern. Soll mir das... Wie, dann bekomme ich noch ein anderes Item, um in der Dunkelheit herumzuwandeln? Nein, oder? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Warum gehst du nach rechts? Okay, geh du mal nach rechts, ich gehe aber nach links. Ich sterbe in der Plörre da unten, oder? Oh, doch nicht. Okay. Kann man das kaputt... Naja, ich kann ja unter Wasser nicht angreifen, stimmt ja. Hier ist Finsternis, was? Aha, ja, klar auch noch. So ein Gegner hier wieder. Ah! Ganz vergessen, wenn man die Dinger ja einsammelt, kriegst du ja auch nochmal eine komplett volle Anzeige wieder. Schönen Dank. Man sieht sich irgendwann später wieder. Schön, dass ich hier überhaupt nicht mehr Atem brauche. Oh, da könnte noch irgendwas sein. Bestimmt ein Item. Oder ein Hebel. Ist ja auch noch Finsternis? Na.
Oh, den hätte ich auch umlegen müssen, damit ich da oben überhaupt rauskomme. Ich sehe schon, ich habe eine Herausforderung. Oder nicht Herausforderung, ich habe so einen Kampfschrein. Hi. Ist schon eine coole Fähigkeit für Unterwasser. So bist du wenigstens irgendwie auch noch... So hast du wenigstens auch noch quasi die Möglichkeit anzugreifen, ohne angreifen zu können. Das ist wieder der Rückweg, oder? Ja, das ist der Rückweg. Ja, gut. Dann mal den Kampfschrein machen und mal gucken, was ich da für eine Belohnung bekomme. Ich hoffe mal, dass ich wieder so einen Sockel kriege. Och nö, nicht die Drecksfledermäuse hier wieder. Oh, vielleicht, warte. Ich sollte vielleicht hier Dingsbums kurz austauschen. Hust mich nicht so voll! Weißt du nicht, was gerade los ist? Da ist Husten nicht gerade gesund. Ach stimmt, ich kann mich ja heilen. Was hast du für eine Flugbahn? Ich könnte die Tentakel eigentlich eher benutzen, um diese dämliche Schnecke zu killen. Oder ich kill die Schnecke mit ihrem eigenen Mist. Wieso habe ich den Boden getroffen? Das macht gar keinen Sinn. Nein, wieso bin ich jetzt plötzlich da unten? Diese dämliche Fledermaus, warum ist sie so verdammt agil? Ja, wobei, so agil ist sie eigentlich auch nicht. Ich treffe die nun nie. Was? Du bist immer noch am Leben? Noch mehr Fledermäuse. Sag mal, was hat das Spiel mit den Fledermäusen? Auch zu doof zum Treffen. Na, geht doch. Da darf man sich noch nicht mal an der Nase kratzen, ehe das Ding nicht wieder tot ist. Ja, nice. Da habe ich noch einen Sockel. Dann kann ich ja direkt das hier wieder reinhauen. Wo ist das? Damit ich mehr Lebenskugeln habe. Was dann wiederum heißt, wenn ich volles Leben habe, kriege ich auch gleichzeitig wieder mehr Energie. Ich kann den Kampfschrein nochmal machen, aber das bringt mir nur Dingensbums. Nur Geisterlicht. Was an sich auch nicht unbedingt so verkehrt ist für die eine Fähigkeit. Womit ich halt quasi mit mehr Geld mehr Schaden mache. Willst du irgendwas von mir? Ich meine, das, was du da sagst, klingt wie eine Quest, aber... Ah. Ach so, warte mal. Ich müsste nach rechts, aber gleichzeitig auch hier hoch. Wobei, ich glaube nicht, dass ich hier hoch kann.
Oder vielleicht schon. Aber da rechts ist noch so ein kleiner grauer Fleck. Da müsste ich mal wieder hin. Und ansonsten quasi einfach hier hochlatschen. Okay.